Hallo liebe Fabila iMac-Zuschauer, Fabian hier mit einem Test zu Angry Birds Space. Der neueste Ableger der angriffslustigen Vögel ist seit heute im App Store erhältlich und die Entwickler von Rovio haben den Titel wirklich meisterlich vorbereitet. So kann man seit Wochen diverse Teaser-Trailer auf YouTube genießen, die aber nie wirklich viel vom Spiel gezeigt haben. Extra für diese Trailer ging man bei Rovio sogar eine Kooperation mit der NASA ein, denn in den Videos schießt der US-Astronaut Donald Roy Petit einen Plüsch-Angry Bird durch die internationale Raumstation. Zählt man die Aufrufe der Angry Bird Space Videos zusammen, kommt man bereits auf über 16 Millionen Zuschauer. Das Interesse an dem Spiel ist also wahrlich gigantisch. Und passend dazu veröffentlichte Rovio auch nochmal eben neue Level für die bisherigen Vögelspiele Angry Birds und Angry Birds Rio. Wie der Name von Angry Birds Space schon verrät, haben die Entwickler das Setting des neuen Teils in den Weltraum verlegt. Das hat im wahrsten Sinne des Wortes gravierende Auswirkungen aufs Gameplay. Denn obwohl ihr immer noch versucht, eure Kampfvögel gegen die widerlichen Schweine mit einer Flitsche in Stellung zu bringen, spielt sich Angry Birds Space durch die im Weltraum vorherrschende Schwerelosigkeit sowie die Anziehungskräfte von Monden und Planeten anders als die bisherigen Spiele. Und das ist auch gut so. So müsst ihr neuerdings die Gravitationskräfte mit in die Flugbahn einberechnen, was tolle neue Möglichkeiten im Leveldesign bietet. So müsst ihr beispielsweise mit Hilfe der Gravitation eure Vögel um Kurven schießen und Schweine auf der Rückseite von Monden treffen. Anspruchsvoll, aber auch sehr amüsant und teilweise überraschend wird das Ganze, wenn sich die Gravitationsfelder überlagern. Man kann allerdings sofort die Auswirkungen auf die Flugkurve erkennen. Auch die Trägheit im Weltraum spielt eine große Rolle, denn so kann es durchaus sein, dass Trümmerteile oder abgefälschte Vögel quasi im Nachfliegen doch noch ihr Ziel treffen. Das Ziel von Angry Birds Space ist altbekannt. Ihr müsst alle Schweine in den Leveln ausschalten. Je mehr Vögel ihr dafür einsetzen müsst, desto schlechter wird eure Levelbewertung und desto geringer wird euer Highscore. Die Vögel in Angry Birds Space sind ein Mix aus alt und neu. Der klassische rote Vogel, der immer geradeaus fliegt, ist genauso dabei wie der gelbe Vogel, der in Angry Birds Space allerdings blau ist und dem man durch Tappen nun genau sagen kann, in welche Richtung er abdrehen soll. Darüber hinaus gibt es noch eine Handvoll anderer Vögel, wie sich teilende Vögel und Bombenvögel, die man den Leveln entsprechend ihrer Fähigkeiten einsetzen muss. Häufig muss man die Vögel auch kombiniert einsetzen, zum Beispiel indem man mit einem Eisvogel erst den Untergrund gefrieren lässt, um anschließend mit einem anderen Vogel hindurchzubrechen. Anders als beim Chilingo-Titel Coco Loco könnt ihr die Vögel nicht tauschen, ihr müsst also mit dem arbeiten, was ihr habt.
Grafisch und akustisch ist Angry Birds Space gewohnt charmant in Szene gesetzt worden. Die Schweine gucken und quieken ängstlich, wenn die Gebäude um sie herum einstürzen, und die Hintergründe sind hübsch gezeichnet. Die Musik ist Angry Birds-mäßig locker flockig, aber unverkennbar im Angry Birds-Style. Das ganze Spiel, angefangen beim Leveldesign bis hin zur technischen Umsetzung, wirkt deutlich detailverliebter als bei bisherigen Angry Birds-Spielen. Angry Birds Space bietet zum Start 60 Level, verteilt auf verschiedene Welten. Bonuswelten inklusive und neue Levels haben die Entwickler auch bereits angekündigt. Wem die 60 Level nicht ausreichen, der kann sich aber bereits jetzt für 79 Cent 30 besonders herausfordernde Missionen in der Danger Zone herunterladen. Ein wenig schade ist, dass die Entwickler sehr an ihrem Freischaltkonzept festgehalten haben. Angry Birds Space ist hier ganz oldschool. Einen neuen Level gibt es erst, wenn ihr den davor auch gelöst habt. Andere Spiele wie Cocoloco, Tap the Frog 2 und Robber Rabbit lösen das meiner Meinung nach einen Tick besser, da man hier einfach eine bestimmte Menge an Sternen pro Level sammeln muss, um neue Missionen freizuschalten. Immerhin. Falls man in einem Level festhängt, dann kann man eine begrenzte Anzahl an Jokern ziehen. Mein Fazit: Angry Birds Space ist ein absolut würdiger Nachfolger der Serie. Die Entwickler blieben dem bewährten Angry Birds Spielkonzept treu, verfeinerten aber die Details und die technische Umsetzung und gaben dem Spiel mit Hilfe der neuen Gravitationsphysikspiele einen frischen Touch. Mir persönlich macht der neue Teil dadurch mehr Spaß als die Vorgänger. Extrem gelungen ist auch das perfekte Leveldesign und das Balancing, denn das Spiel beginnt einfach und wird im Laufe der Zeit immer kniffliger und herausfordernder. Genau so soll das sein. Das Spielprinzip bietet zwar viel Trial and Error, jedoch nie so, dass man gefrustet ist. Kritik fällt bei Angry Birds Space echt schwer und Fans der Vorgänger sollten auch den neuen Teil unbedingt spielen. Angry Birds Space ist in der iPod Touch und iPhone Variante für 79 Cent erhältlich und für das iPad für 2,39 €. Außerdem gibt es noch eine Mac Variante für 3,99 €. Natürlich würde mich bei einem so bedeutenden Titel wie Angry Birds Space auch eure Meinung interessieren. Was sagt ihr? Holt ihr euch das Spiel oder könnt ihr mit dem Spielkonzept nichts anfangen oder geht euch gar die ganze Angry Birds Manie komplett auf die Nerven? Ich freue mich auf eure Kommentare. Tschüss! Und bis zum nächsten Mal, sagt euer Fabian.